Ich bin Claudia, leitende Koordinatorin des Elim-Hospizdienstes. Ein Hospizdienst ist ein ambulanter Hospiz- und Palliativberatungsdienst. Hauptamtliche und ehrenamtliche Mitarbeiter begleiten schwerstkranke, sterbende und trauernde Menschen sowie ihre Angehörigen. Das kann im häuslichen Umfeld, in der stationären Altenpflegeeinrichtung oder auch in der Klinik auf einer zum Beispiel Palliativstation sein. Wir schenken Raum und Zeit für Fragen und Angelegenheiten, bieten Informationen, beraten und begleiten zum Beispiel zu den Themen Palliativpflege und Patientenverfügung wie Vorsorgevollmachten. Wir begleiten Angehörige und Freunde in der Zeit des Abschiedes und der Trauer. Wir geben Informationsveranstaltungen und laden herzlich ein. Ich bin Stella und ich bin hauptamtliche Koordinatorin im Elim-Hospizdienst. Ehrenamtlicher Hospizbegleiter kann prinzipiell jeder werden, der sich den Themen Sterben, Tod und Trauer widmen kann und da eine Offenheit mitbringt. Den typischen Hospizbegleiter gibt es nicht. Die Menschen, die wir begleiten, sind so unterschiedlich und so bunt, dass es schön ist, wenn wir auch eine Vielfalt in unserem Ehrenamt abbilden und es unterschiedliche Menschen gibt, die sich auf Menschen einstellen können, die am Lebensende sind. Mein Name ist Sabine und ich arbeite als hauptamtliche Koordinatorin im Elim-Hospizdienst. Wer ehrenamtlicher Hospizbegleiter werden möchte, sollte vorab einen Schulungskurs belegen. Alle Infos zu diesem Schulungskurs und zur Tätigkeit als ehrenamtlicher Hospizbegleiter gibt's direkt beim Elim-Hospizdienst in Farmsen. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.